Ein Drache. So, erstmal nach oben. Ja, hier geht's nicht weiter. Dann nach unten. Da sind wir hergekommen. Noch weiter nach unten. Gibt's hier eine Tür. Und jetzt sind wir da. Garnison der Falkenfalter-Legion. Ich könnte da das Haus rauf. Wollen wir mit denen reden? Auf eurem Weg. Aber ich glaube, die hebe ich mir auf, wenn wir dann bei den Garnisonen machen. Ich glaube, dann werde ich mich hier umsehen. Da geht's nach eben her zu Haus. Ebenherz, da kommt man aufs Dach. Ebenherz. Oder soll ich es vielleicht doch jetzt schon machen? Ja, hier geht's aber tief in einen Keller. Zellentür. Ebenherz. Zellentür. Ja. Ach, machen wir es doch jetzt schon. Sirolusakus. Ich grüße euch, Bürgerwinder. Ich bin Sirolusakus. Kann ich euch helfen? Das erste Mal, dass ihr Ebenherz besucht? Sucht ihr einen bestimmten Ort? Jeder kann ein paar zusätzliche Münzen gebrauchen. Was braucht ihr? Großmeister ist das. Ja, sieh mal einen an. Sehr schön. Der hat Hammer des Sirolusakus. 10 Anwendungen, Qualität 2. Boah. Das ist so ein Hammer, wusste ich gar nicht. Das ist ja der Meister. Der ist ja über den Großmeistern. Das ist wahrscheinlich der beste Hammer im Spiel. Geil. Ich glaube, den möchte ich mir kaufen. Kostet 121. Vorher aber. Wir kriegen da doch sicher noch ein bisschen was hin. So. Sehr schön. 71 nur noch. Haha. mal 0,76. Das sind 53. Nein, leider nicht. Falsch noch. 66 Punkte. Ja. Das war ja weniger als die Hälfte vom ursprünglichen Preis. Und wiegt auch nur 1 Kilo. Ist leicht, sehr gut, aber geht leider auch schnell kaputt. Wiegt auch nur 1 Kilo. Der hat den schon wieder. Geil. Wir können ihn also unendlich oft kaufen. Wenn wir irgendwann mal die Hämmer des Großmeisters weg haben, dass wir keine Werkzeuge mehr haben, dann gehe ich immer hierher zum Reparieren und kaufe immer einen Hammer des Sirolusakus. Vielleicht kaufe ich mir auch ein paar dann auf Ersatz. Kaufe mir vielleicht 10 auf Ersatz und nächstes Mal, wenn die alle sind, komme ich nochmal her und kaufe mir wieder welche. Wenn die anderen alle leer sind. Die des Gesellen hat er nicht, fällt mir gerade auf. Er hat alles außer die des Gesellen. Aber jetzt machen wir erstmal die Reparaturzangen, dann noch die Schmiedehelme des Lehrlings und dann kommen die des Meisters und dann noch die Großmeister und dann kommen die des Sirolusakus. Ich bin Sirolusakus, Schmied und Kriegsfürst derer, die man oft einfach Kaiserliche Legion nennt. Ich habe gehört, dass es in Vivek einen gut versteckten Sheogorath geweihten Schrein gibt. Einige behaupten, sie hätten mit dem Dedra-Prinzen gesprochen, doch sie müssen verrückt sein. Zumindest sind sie es jetzt. Ja, wir noch nicht, obwohl wir mit ihm gesprochen haben. Wir unterhalten Garnisonen in der Pelagier-Festung in Pelagiat, in der Falkenfalter-Festung in Ebenherz, der Mondfalter-Festung in Balmora,
der Bugfalter-Festung in Alderun und der Adarius-Festung in Gnisis. Die Festung in Pelagert und in Balmora, die haben wir immer noch nichts gemacht. Vielleicht machen wir die auch irgendwann mal. Wisst ihr was? Eigentlich ist das dämlich. Wir sollten das tatsächlich machen, wenn wir Mitglied sind, weil dann kriegen wir hier die ganzen Aufgaben eventuell. Umsehen können wir uns, aber reden, das hatten wir dann später. Da ist gar nichts. Oh, da sind welche drin. Mist. Zum Glück haben wir noch welche. Na komm, öffne. Öffne diese verdammte Tür. Geht doch. Man muss nur fluchen. Gute Jagd. Da ist jemand drin. Joshua. Joshua hat ein idiotisches Gedicht geschrieben und ist jetzt Joshua in Schwierigkeiten. Das ist nicht mehr Joshua, das ist Joshua in Schwierigkeiten. Das ist cool. Gut, mit den Gefangenen können wir natürlich schon reden. Ihr seid großzügig, Winter, und euer Urteilsvermögen ist gut. Oder? Ach nein, mit denen reden wir auch später. Ich hoffe, die sind dann später noch da. Schließen. Oh, zum Glück. Hallo, die Jess. Ich hoffe ernsthaft, die sind dann nachher noch da. Die hat einen Eigennamen. Sehr schön. Speichern wir lieber. Nicht, dass die uns sieht. Der Dietrich ist gleich kaputt. Er ist kaputt. Ah, der hier ist viel besser. Erzählt eure Geschichte. Norin. Später vielleicht. Gehen wir da mal hin. Wo kommen wir hier hin? Ich glaube, jetzt sind wir direkt in der Festung drin. Und die bleiben tatsächlich auch da, wenn man die Garnison verlässt. Das finde ich sehr schön. Okay. Das scheint das Schlafzimmer der Wache zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Oh, das ist ein Kamin. Das ist sehr schön. Ich biete die besten. Ebenherz. Sind wir hier oben? Na? Da sind wir. Oh, das ist ja cool. Da ist der Kamin. Ist da vielleicht was drin? Oh Gott, ist das warm hier. Da vernebelt's mir glatt die Sicht. War ich da schon? Nein? Ah, jetzt sind wir da. Auch sehr schön. Da müsste ich hergekommen sein. Yep, bin ich. Gut, dann geht es jetzt in die Taverne. 6 Fische. Ich höre. So, ich will gar nicht mit dir reden, Wache. Sprecht nur, ich höre euch zu. Joss Riddar. Den Segen der neuen Bürgerwinder. Ich bin Joss Riddar. Willkommen in Ebenherz, Hauptstadt des Wardenfell-Distrikts. Sucht ihr jemand bestimmten? Das ist angemessen, Winder. Ich bin Joss Riddar, Barde. Oh Gott, die sagen ja auch immer so viel. Weil der hier sagt gar nicht so viel. Die hier besser gesagt. Diese Bardin.
Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe irgendwie gelesen, woran erkennt man einen dädrischen Prinzen? Wenn ich so nachsehe, ich sehe weder in dem Text darüber noch darunter, noch in dem ich das gelesen habe, irgendwo das Wort Prinz. Aber ich habe es gelesen. Das ist seltsam. Ich sehe, ich bilde mir Dinge ein. Vielleicht sollte ich mir Sorgen machen. Oder ich sollte einfach nur schlafen gehen. Okay, weiter. Mit der Wache möchte ich nicht reden. Ja. Janine Lee. Oh, der mag euch. Ich grüße euch, Bürgerbinder. Ich bin Janine Lee. Kann ich euch helfen? Das ist das erste Mal, dass ihr eben jetzt besucht. Sucht ihr einen bestimmten Ort? Juhu, Mystik? Geht nicht. Verzauberung? Zerstörung. Der kann uns nichts beibringen? Ach Mann. Ich bin Janine Lee, Hexenmeister und Geselle derer, die man oft einfach Magier nennt. Ah, deswegen mag er uns zu 100%. Wir sind sein Erzmagier. In Ebenherz wird über die Fürstenrüstung getuschelt. Man sagt, dass sie verschwunden sei. Es ist die beste Rüstung in ganz Tamriel. So, die Fürstenrüstung. Haben wir die gestohlen? Von der kaiserlichen Kommission hierher gebracht, nicht wahr? Ihr seid ein Freund. Also an eurer Stelle würde ich mit Rufinus reden. Er hält seine Ohren offen. Ich wüsste nicht, dass in der Magiergilde Spione sind. Ihr seid jetzt der Erzmagier, Winder. Versucht, Trebonius zu vergessen. Habe ich doch schon längst. Ich wusste gar. Ich habe eigentlich gesagt nicht mehr gelesen, dass wir das gekriegt haben. Aber egal. Hallo, Agni. Ich vermute, ihr wollt etwas. Nun, um was geht es denn? Ja, das werden wir gleich sehen. Guten Tag, ich bin Agni, Wirt der Taverne Sechs Fische, hier in Ebenherz. Wir vermieten Betten und ich biete euch eine begrenzte Auswahl an Waren an. Wenn ihr hier neu seid, kann ich euch sagen, wo ihr andere Dienste oder einen bestimmten Ort in der Nähe findet. Wenn jemand bestimmten sucht, kann ich vielleicht auch helfen. Das ist angemessen, Winder. So, was hat er denn zu verkaufen? Ach nein, nichts Interessantes. Ich bin Agni, Wirt. Nein, will ich jetzt nicht. Ich will kein Bett. Das werden wir wieder öffnen mit einem Dietrich. Ach man, ich muss ja auf Weiter klicken. Okay, auch nichts Neues erzählt. Gehen wir nach oben. Versteckt. Venus Light. Möchtet ihr etwas? Sehr erfreut, Winder, und willkommen in der Kaiserstadt Ebenherz. Wir freuen uns hier immer über Neuigkeiten. Habt ihr schon die neuesten Gerüchte vernommen? Oder möchtet ihr ein kleines Geheimnis erfahren? Man hört so dieses und jenes. Bei denen können wir ausbilden. Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Falsche Wortgewandtheit, Schütze. Schade.
Niemand kann uns noch etwas beibringen. Das ist irgendwie blöd. Ich bin Venus Laetinius. Pilger und Soldat derer, die man oft einfach kaiserliche Legion nennt. Ein Pilger, der kaiserlichen Legion beigetreten ist? Das ist sehr interessant. Wie kommt man denn auf sowas? Ich meine, in der kaiserlichen Legion wird man stationiert, dann kann man gar nicht mehr pilgern. Oder nimmt er sich dafür extra frei? Habt ihr vom Talos-Kult gehört? Eine geheime Gruppierung innerhalb der Legion. Worum geht es da wohl? Planen sie irgendetwas? Das ist interessant. Ist da vielleicht eine Nebenquest in der kaiserlichen Legion? Das wäre interessant. Er ist der Befehlshaber der Garnison hier in Ebenherz. Ihr findet ihn in der Garnison der Falterlegion. Die Strafen für Verbrecher sind Geldstrafen und Entschädigung. Geldstrafen kassiert der Staat. Entschädigung kommt den Geschädigten oder seinen Verwandten zugute. Es klingt zwar gut, tötet einen Feind und zahlt eine Strafe, aber die, die reich genug sind, die Strafen zu zahlen, sind meist Herren der großen Häuser. Im Krieg der Fürstenhäuser ist es oft so, dass das Fürstenhaus des Opfers einen Erlass kauft, um dann den Mörder umzubringen. Mörder zahlen also und werden danach auch noch ermordet. Na, das ist aber... Der hat aber viel zu reden. Es ist die Reinkarnation eines Helden der Dunkelelfen, der kommen und das Kaiserreich aus Morrowind vertreiben soll. Es ist nur ein Aberglaube, doch der Tempel sagt, er ist sündhaft und böse. Und es wird euch leid tun, solltet ihr mit den Priestern oder der Tempelwache darüber reden. Gehen wir da rein. Hier ist keiner.